Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir, was haben wir eigentlich in der letzten Folge gemacht? Ich glaube, wir haben ein paar Nebenquests hier noch gemacht. Ne, wir haben Chocobos gefangen, wir haben diese komischen Viecher da bekämpft, die irgendwie eine halbe Stunde gedauert haben, um zu bekämpfen. Davor haben wir gegen den B-Mod gekämpft und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier rein. Weil da ist ja dieses Versteck von diesen Kindern, ne? Wir haben ja noch so eine Mission, wo wir hier so Kinder suchen müssen. Und ja, die Sache ist die ganzen Gebiete, die wir jetzt hier wieder haben, die sind aber jetzt wieder ausgegraut, ne? Also könnte ja sein, dass irgendwie was noch hier passiert, wenn ich dahin laufe. Deswegen grasen wir die ganzen Dinger ja noch mal ab. Und ja, ich würde jetzt mal raten, da sind irgendwie diese entflohenen Kinder, die ich suchen muss, ne? Die haben, glaube ich, Schwerter auf den Rücken oder in den Händen, deswegen sollten die leicht zu finden sein. Und ja, guck mal, ich würde jetzt mal raten, dass vielleicht hier irgendwie was noch ist. Mindestens irgendwie neue Gegner oder so vielleicht noch. Apropos, ich glaube, jeder hat schon alles gelernt, ne? Ja, bis auf Iris. Und die sehen wir ja halt nie wieder, deswegen nein. Noch sehen wir noch wieder. Ja, vielleicht auch nicht. Da würde mich voll nerven, weil dann kann ich nächstes nicht ihren Stab hier noch leveln. Also die Fähigkeit lernen, die sie dann noch übrig hat. Aber keine Sorge, kommt ja noch wieder. Wir werden die schon retten. Oder vielleicht auch nicht. So, wer ist jetzt nichts? Ich bin jetzt hier umsonst hingelaufen, wenigstens ein Gegner oder so, damit ich mir die Zeit vertreiben kann. Ne, super Tank und Gegengift bisher nur. Okay, ich dachte, da wäre was Blaues. Ich dachte, blau wäre irgendwas. Okay, hier ist nichts. Hier sind so Einzelteile von so einem Viech. Aber er setzt sich nicht zusammen, ne? Nö, okay. Irgendwie schnell reisen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Na gut, dann gehen wir noch mal zurück. Ja, sein kann hier was ist. Vielleicht kommt hier noch was. Ich weiß nicht. Ich hätte jetzt gedacht, die Kinder werden vielleicht hier, aber anscheinend nicht. Wohin sollten die ansonsten gegangen sein? Ich spreche noch mal mit der Lehrerin. Aber ich war mir ehrlich gesagt sicher, die wären jetzt vielleicht hier gewesen. Ich bin ja falsch. Da müssen wir halt woanders gucken. Das ist ein Gebiet, hier haben wir noch gar nicht hier abgecheckt. Hier müssen wir auch irgendwo jetzt zur Kirche gehen. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die Nummer ist, aber wir werden den ganzen Weg nochmal abgrasen. Ich sollte mir vielleicht nochmal hier in diese, ich wollte jetzt Stadt sagen, in diese Siedlung nochmal umschauen. Ob ich hier vielleicht noch eine Quest finde oder so. So, bist du einen von diesen Kindern, die ich suchen muss? Nee, ne? Alles kaputt, Mann. Okay, jetzt anscheinend nichts. Dann gehe ich eben zurück. Okay. Ich frag dich doch mal. Hi. Dass diese Platte abstürzen könnte, ob es hier wirklich sicher ist. Oh, die macht sich echt Sorgen. Ich hoffe, sie kommen wohlbehalten wieder zurück. Da drehe ich doch nicht immer wieder um, ey. Da muss ich mal warten, bis du dich umdrehst. Tut mir leid wegen der ganzen Umstände. Okay, die sagt mir nichts. Wo ist eigentlich dieses eine Gebiet, was hier nur so ein ganz kleines bisschen reingeht hier, wo wir gegen diesen Hund oder so gekämpft haben? Nee, da kommen wir, glaube ich, zu Dings zurück. Zu Sektor Schlag mich tot. Ah, nee, gegen den Tombury haben wir letztens gekämpft, genau, habe ich ganz vergessen. So, hier ist er. Wo ist denn mal dieses? Ah, nee, das war ein Sektor Dingens hier, ganz am ersten, im ersten Sektor, in dieser ersten Siedlung war das, wo diese Gittertür war. Wir mussten mit Tifa zum ersten Mal kämpfen gegen diesen Hund. Ja, da habe ich was verwechselt. Gut, dann schauen wir mal, was hier so ist, ne? Oh, ich dachte, da kann ich gucken, Mann. Und da ist der Quest. Wer hätte das gedacht? Der Alleskönner, du kommst gerade wie gerufen. Yay. Äußerst angenehm.
gestatten? Ich bin Damon, Reporter für die Zeitung Blatt des Lebens. Das ist doch keine Zeitung, nur ein dreckiges Propagandablatt. Nun, durch meine Verbindungen zu Shinra komme ich immerhin an wertvolle Informationen. Hab ich doch an Shinra gehört? Na, neugierig? Nee. Nur zwischen uns. Die Finanzabteilung von Shinra wollte Don Corneos wertvolle Kronjuwelensammlung beschlagnahmen. Aber jetzt kommt's. Der Schlüssel, um an seine Kronjuwelen zu kommen, wurde gestohlen. Von wem? Nun, von niemand geringerem als dem mysteriösen Rache. Glaube immer noch, da ist die alte Frau. Der legendäre Meister meint das ja nicht. Der Racheengel der Slums, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, ist wieder einmal aufgetaucht. Und wie sieht's diesmal aus? Interesse? Naja, Interesse schon, aber keine Zeit. Ah, Interesse, sehr gut. Also dann, hier. Boah. Was Versteck des Racheengels ist, muss ich nicht nochmal sagen, oder? Hast du deine Lektion nicht gelernt? Naja, ich versuch, mir meinen Optimismus zu bewahren. Wenn der Racheengel mich ins Visier nimmt, habe ich eine noch viel aufregendere Story. Ich werde vielleicht sterben. Ich machen? Wenn es dir gelingt, den fällt mir gerade ein, ich soll die Waffe von Barrett wechseln. Kronjuwelen dir. Ich will lediglich herausfinden, wer der Racheengel wirklich ist. Wenn du also auf Informationen stößt, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du sie mit mir teilst. Okay, Barrett. Ah, nee, das habe ich gelassen, weil da so viele Materien drin sind, ne? Ja. Kannst du noch irgendwas zu sagen? Ich muss den Racheengel der Slums um jeden Preis finden. Ich finde diese merkwürdige Pause immer, wenn sich Charaktere umdrehen müssen, bevor sie mit einreden, so unangenehm hier. Warte. Das ist in vielen Spielen irgendwie so. Ja, guck dich da an. Wenn du etwas rausfindest, Gott, dann lass es mich. Nee, das ist eines, weiß nicht. Fand ich noch nie gut. Irgendwie viele Rollenspiele, glaube ich. Charaktere müssen sich erstmal zu einem umdrehen und dann fangen sie an zu reden, ne? Sollte abgeschafft werden. Ich finde das voll. Ich weiß, es ist sehr pingelig, aber trotzdem. So. Ich steuere jetzt nicht direkt irgendwie ein Versteck an, auch wenn ich zufällig vielleicht da vorbeilaufe. Mhm. Okay. Was ist das? In was für ein Kontext muss ich jetzt hier hingehen? Ist das vom Racheengel? Ich glaube, da war ein Versteck vom Racheengel, ne? Gott. Kommt da irgendein eiskalter Boss gleich, ne? Oh, Cloud. Das ist das vermisste Balk. Wie bitte? Vermisstes Balk? Geht's noch? Wie? Was treibst du denn hier? Bist du allein? Nicht allein. Wir haben auf unserem Rundgang die eingestürzten Gräber wieder in Ordnung gebracht. Doch dann war da so ein Lachen. Und auf einmal waren die anderen verschwunden. Oh, 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 oh. Voll Boden beeindruckt. Verschwundene Kinder, okay, das ist die Mission dann, okay. So. Na, komm mal her. Das ist wahrscheinlich wieder viel nerviger, als ihr eigentlich sein solltet, ne? Selbstzerstörung. Nichts zum Klauen, nichts zum dies und das. Ich habe Feuer, glaube ich, ne? Nein. Jetzt kann ich hier das sagen. Oh Gott, 1200, was? Ja, ist mir manchmal ein bisschen zu krass hier, was hier abgeht. Was ist was hier? Oh, Phantome können auch geil werden. Okay, was macht der denn für so eine Pose? Irgendwie super blocken oder so. Na, geil. Was ist jetzt schon wieder los?
Was ist schon wieder mit mir los? So, schauen für eine Einschüchterung dieses Mal. So, wer hat Feuer? Hast du Feuer? Jemand hat Feuer. Habe ich das schon irgendwie? Na, das schon irgendwie, weiß ich nicht. Gerade, ich glaube, fertig gelevelt hatte, ne? Ja, ich glaube schon. So, mal ein bisschen krasser hier alles machen. Jetzt tue ich mich da einfach so auf der Bank. Immun. Ich tue mich gleich einfach auf der Bank da ausruhen. Pass auf. So, wir machen mal mit ihr das. So, wir gehen auf dich los. Sollte man hier in den Angriff rübergehen. So. Au. Nein, nicht du, der andere. Oh, Geist ist so. Alles Feindes können, okay. So, komm her. Ich kann ihn nicht schocken. Was ist denn los hier, ey? So, jetzt. Boom. So, und jetzt noch schnell irgendwie was. Ja, locker auf 200, ey. Okay, ich wollte schon sagen, ist der andere schon weg. So, Materie Erschlag hat die nächste Stufe erreicht. So, was macht die Feindes können Fertigkeit? TP verbraucht 2 ATP. Ah, cool. So, da ich jetzt weiß, dass die Limits irgendwann ablaufen. Boom. Granate, boah, in die Fresse direkt. Oh, jetzt hat er sich, oh, das gibt's jetzt nicht. Er hat sich unsichtbar gemacht, dieser Pisser. Oh. Oh, ich wusste es. Das ist voll Kacke. Na, oh, ich treffe dich nicht. Boom. Ja, er ist gerade weggegangen. Hat, weiß ich nicht, aber das geht zu weit weg. Machen wir wieder in Fesselung. Ja, wenn ich jetzt natürlich Feuer hätte, dann wäre natürlich super gut, aber habe ich nicht. Das ist meine Verteidigung. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass hier schon wieder was Krasses kommt. Also, krasses meine ich natürlich normale Gegner, die schon irgendwie, weil nicht nervig allein sind. Ah, bleibt gefaced, ja, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Falsche Richtung, meine ich. Bonk. Alter. Hier so zwei normale Gegner, ey. Oh. Hey Leute. Oh, Cloud ist auch dabei. Sag mal, ja. Was habt ihr denn hier zu suchen? Hier sind viele Eltern der Kinder aus dem Helmchenhof begraben. Wir wollten mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Wir wären beinahe gestorben. Vielen Dank auf jeden Fall. Ihr habt uns schon wieder geholfen. Wir gehen zurück zum Helmchenhof. Dort macht man sich sicher schon Sorgen. Cloud, das hier habe ich vorhin gefunden. Oh, Zeit. Wenn du willst, kannst du es haben. Was das hast und gemacht und stopp. Das gefällt mir. Die bringen sich irgendwann noch selber um. Geil. Oh, ich wurde sogar geheilt. So.
Das hätte ich doch mal gern irgendwie ausgerüstet hier. Ein Gewitter, feines Können, Luft. Ein Gewitter. Ganz mal Zeit haben. Dafür braucht man nicht Magie. So, hast anwendbar. Jawohl. No, wie funktioniert denn das in dem Spiel dann? Im Original wird das bedeuten, du, der Dings wird sich schneller auffüllen, der ATB-Balken. Also, dass du irgendwie was machen kannst hier in der Handlung. Weil hier gibt es ja auch einen ATB-Balken, also nehme ich mal an, der fühlt sich schneller. Keine Ahnung. So, wo ist jetzt Erstschlag hier? Oh. So, jetzt könnten wir jetzt zurückgehen und die Mission abgeben, aber ich habe gerade was bewegt. Eine Dampfwolke, ne? Aber ich gehe noch mal, wenn wir schon unterwegs sind. Ja, guck mal, ist direkt auf dem Weg. Dann machen wir das hier auch noch. Und ein ist ein Schokobo. Okay, ich dachte, er wäre bei der Kirche. Und haben wir es eingefunden. Ja, ne, ich glaube, wir haben nur eingefunden, ne? Oh nein, sagt mir jetzt nicht. Streiter Schimmer. Streifter, gestreifter, ne? Ja. Die Musik sich noch nicht mal ändert irgendwie so. So, ich jetzt schon oder nicht? Ich glaube nicht. So, du bist gegen nix immun. Ich habe eine Idee. Genau, mit dem erreicht natürlich jetzt hier nichts. Mein Gott. So, ich will erstmal den hier machen. Oh, wer ist das denn? Gravitas? Graviga. So, stärker Version. Oh, ich komme einfach so da raus. Boom. Ich kann schon sagen, kann jetzt. Oh nein. Ah. Zeit und Raum, Zauber. Na, Graviga, der wird dann also. Das sollte uns eigentlich nicht töten, das sollte uns immer nur eine Prozentzahl abziehen. Das ist wie Superzahn im Pokémon. Die Aufladung der ATB-Leiste, okay. Gut, können wir mal machen. Ich dachte, wir können uns dann schnell bewegen oder so. Oh, das ist gut. So, jetzt wäre eigentlich gut, wenn Barrett eine Fernkampfwaffe hat, weil der kann sich nicht bewegen, der erreicht ihn überhaupt nicht. Ah. Na, Cloud, muss mal ein bisschen Setup mehr. Ich bin schon wieder so scheiße. Wow, das ist ein echt nerviger Gegner gerade, ey. Komm schon. Warte mal, nicht irgendjemand stumm oder so? Nee, ne? Schlaf. Sturm. Hier, frisst das. Wie wirkungslos? Da stand doch gerade nicht. Okay, wenn er wirkungslos steht, dann ist das nicht immun, ne? Oh mein Gott. Oh Gott, irgendjemand fragt hier gleich. Schaut mal. Barrett. Oh mein Gott, ich komme hier überhaupt nicht dazu, irgendwas zu machen. Du bist immer noch. Er ist immer noch nicht, ist nicht vergiftet. Soldat. Und ich habe keine MP mit ihr. So, Limit, Frustat. Kann trotzdem schießen. Was machst du jetzt? Boom. So. Na, sie hat keine MP. Wir sind ihre MP so schnell runtergegangen. Rückwärts, also. Aber ich dachte, wir würden den jetzt voll in der Luft einsetzen. Äh.
komme einfach hoch. Und macht den platt. Boom. Gute Arbeit. Mit einem Shoryuken erledigt. Gut. Wir haben eine Dings-Mission abgeschlossen. Gegneranalyse, was weiß ich. Hier frisst das. Eine Rübe. Rüge, Rüge, das gibt eine Rübe. Ne, Quatsch. Lüge, Lüge, das gibt eine Rübe. Das heißt, es gibt eine Rüge. Okay. Ich würde mich gern irgendwo. Hey, was haben wir denn hier noch alles? Ja, wir so kleine Gebiete. Ach hier. Aber ja, sind ja keine neuen Schatz drin oder so, ne? Ja, wenn dann immer ausgeraut ist, dann denke ich jetzt hier, da ist nichts mehr oder so. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob jetzt irgendwie da ein Gegner kommt oder so, wenn ich dahin gehe. Deswegen würde ich sagen, wir holen uns hier unten noch ganz schnell aus und dann gehen wir noch mal dahin. Ja, klingt doch nach einem Plan, oder? Und dann, ja, weil ich, da kommt doch sicher noch irgendwie was. Irgendein Boss oder so, ist ja nicht so, als hätte ich gerade schon mal bekämpft oder so. Aber ich finde gut, dass ich Feindes können hier lerne. Solange ich das immer ausgerüstet habe, müsste ich ja eigentlich irgendwie was lernen, ne? Aber bitte sag mir, ich kann Weißer Wind oder so. Ernsthaft? Ah, verdammt, Tür, steh mir nicht im Weg. Ich hoffe, ich kann irgendwie so Sachen wie Weißer Wind oder so lernen, ja. Das ist eine geile, das ist einer meiner Lieblingszauber. man heilt alle Charaktere. Nee, ehrlich. Komm, Erfahrungspunkte. Oh mein Gott, die haben ja auf. Die hatten ja auch voll viel aus, ey. Tornado. Das ist auch eine blaue Magie. Mein Fancy Tactics Advance. Ich versuche jetzt eigentlich keine MP oder sich verballern. So, bitte trifft das. Bonk. Tschüss. Okay, gut. Hatte Bebus. Ja, okay, ich komme mit. ATB Boost. Ich glaube, da war auch schon ATB Schock. Produzieren. Das ist der Gegenstände. Kooperation. Ich habe viele ATP Sachen, aber nicht ATB Boost. Was zum? Ach nee, das ist dieser Befehl, ne? Ja. Wir Sachen nicht alle nie einsetze, aber ich habe so das Gefühl, vielleicht kommt ja irgendwie mal so ein optionaler Boss oder so, wo ich irgendeine krasse Kombination brauche, um weil sie nicht den zu besiegen. Deswegen tue ich diese ganzen Fancy Sachen noch alle hier leveln nebenbei. Ja, weiß dann die halt, warte mal, konnte ich da schon mal reinnehmen, ne? Okay, ich nehme an, das ist damit gemeint, ne, mit Don Cornelius hat so irgendwie die Farben von denen und so. Also nicht meinen, dass das was gemeint ist, ne? Oh. Ich sollte mal vielleicht Feuer ausrüsten, auch wenn ich so heilen Gewitter Luft, heilen Gewitter Luft, heilen behandeln Frost. Verdammt. Nehmen wir denn raus? Hätte überhaupt mehr Magie, ich, also Cloud. Erschlag, Gewitter, Hain. Oh, Dreck. Aber das ist fast voll gelevelt gleich. Cool. Und dann auch gleich. Okay, dann warte mal. Ja. Oh, Blitz ist effektiv, okay. Mal einfach.
Eigentlich blöd, wenn jetzt gleich wieder ein Gegner kommt, aber was soll's. Bonk. Luft. Ah! Verdammt. Oh. Oh ja, mein Gott. Ich vergesse, dass ich, habe vollkommen vergessen, dass die Dinger sich irgendwie, weiß nicht, in die Luft sprengen oder so. So, jetzt kann ich. Jetzt kannst du bestimmt mich nochmal zurück, hallo. So, Luft ist auf Airoga. Das heißt, wir können jetzt mal, weiß nicht, Feuer ausrüsten und wer der nächste Gegner hat jetzt irgendwie eine Luftschwäche oder so, falls da gleich einer kommt. Ich brauche Feuer. Blut ist schon Maximum. Paris. Heiden kommt auch gleich ein Level ab. Bin ich überhaupt richtig? Jo. So, ich könnte jetzt eigentlich einen Schnitt machen, aber komm, machen wir jetzt auch noch. Hi. Und guck mal, wer da steht. Nimm mal jemand das Telefon ab, weil ich habe es gecallt. Bist du heute in Begleitung unterwegs? Ich bin immer in Begleitung unterwegs. Hey, da liegt was. Cloud und ich sind, wie soll ich sagen, flüchtige Bekannte. Was machst du hier? Vermutlich das gleiche wie ihr. Oder seid ihr etwa nicht auf der Suche nach Corneus Kronjuwelen? Sozusagen. Woher weißt du das? Ich liebe den Duft in der Gerüchteküche. Heute bin ich hier, um dieses pikante Gerücht auf Wahrheit zu überprüfen. Aber hier ist nichts Wertvolles versteckt. Da hinten habe ich eine Materie gesehen. Mich eigentlich. Hatte die Kronjuwelen sicher schon an die Armen weitergegeben. Das mag wohl sein. Aber ich habe noch ein Gerücht aufgeschnappt. Beantwortet mir erst eine Frage. Nehmen wir an, ihr findet die Kronjuwelen. Was würdet ihr dann mit diesen wertvollen Dingen anstellen? Wir würden sie verkaufen. Um den Menschen in den Slums wieder auf die Beine zu helfen, braucht es eine ganze Menge Güter. Mit dem Erlös könnten wir Lebensmittel und andere wichtige Dinge kaufen. Wenn das so ist? Am Gerücht, dass der Racheengel den Schlüssel gestohlen hat, ist kein Körnchen Wahrheit dran. Fragt am besten mal Kiri, die weiß mehr. Die Kleine ist verdammt gut, wenn es ums Beschaffen von Informationen geht. Wir können sie gar nicht übersehen. Man erkennt sie sofort an ihren geringelten Strümpfen und dem Hut. Wo finden wir sie? Da bin ich überfragt. Diese jungen Leute von heute sind doch ständig auf Achse. Oder etwa nicht? Keine Ahnung. Oh, das ist Missionsitem. Hinweis zu Corneus Schatzkammern. Ja, muss ich da rein und irgendwie was von dem klauen. Hier sind keine Wertsachen versteckt. Tja, dieser unverschämte Reporter ist sowas von hartnäckig. Kiri erkennt man sofort. Sie ist das Mädchen mit den geringelten Strömen. Jetzt auch Gefühl, wir müssen irgendwie was finden, wenn ihr schon so sagt. Hier ist nix. So was von irgendwas. Das ist eine Kanone. Das ist eine teure Vase. Was war jetzt das eine Ding hier, was ich gefunden habe? Keine Ahnung. Schlüsselgegenstände. Ich warte immer, wo kommen wir sein Reichtum aus? Sonst von Sektor 5. Stahlberg. Kanalisation. Okay. Slums von Sektor 5, Stahlberg, Kanalisation, oh Gott. Muss ich jetzt echt noch mal hier überall da irgendwie durch die Gegend rennen? Slums von Sektor 5, Stahlberg. Stahlberg. Oh, hier. Und dann suchen wir jetzt hier noch mal ganz schnell. Öffnen und ich irgendwas finde, weil es hat gesamte Gebiete. Vor allem da sind halt irgendwelche Ton, die ich schon gefunden habe. Ne? Pass auf,
War ehrlich? Aha, ich bin schon am Zug. So, und diesmal weg. Wirklich? Okay. Hat sich jetzt gerade für einen Moment angehört, wie hier ein Schattendoppelgänger von Naruto weggeht. Dieses Pfium, dieses komische Geräusch. Pfium. Keine Ahnung, ich kann das nicht machen. Pfium. Ich kann das echt nicht machen. So, hier soll irgendwo ein Schatz sein am Stahlwerk. Oder könnte auch überall sein. Okay, warte halt, was ist das? Oh, okay, das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Gott sei Dank. Gut, wenn die auf der Karte verzeichnet ist, dann warum nicht? Das heißt aber, ich muss noch mal in die Kanalisation rein. Komme ich denn da noch mal hin? Kanalisation, meinen die jetzt da, wo den B-Mod bekämpft haben? Oh, hier. Okay, aber ach, da ist dieser ein Raum. Okay, ja, da komme ich doch noch gar nicht hin, ne? Also muss ich erst mal den Schlüssel finden, wie es ausschaut. Ah, ja, Erfahrungspunkte. Wird nicht lange dauern. Warte mal. Hier, du warst irgendwie so am Glänzen, deswegen. Oh, geil. Geil, wie du von einem zum anderen gesprungen bist mit dem Angriff. Oh, Materie heilen, hat die nächste Stufe erreicht. Cool, langsam läuft sie ja. So, dann muss ich mich das mal gerne auswechseln mit irgendwas. Kann nur mit Grüne, ne? Wohl kann eigentlich alles egal. So, heilen, nehmen wir mal eine, ne, ist beides okay. Gut, dann lassen wir mal heilen drinnen, ne? Bin das überhaupt irgendwas, wenn man jetzt zweimal heilen ausrüstet? Nee, ne? Ich glaube, die Frage habe ich mir im Original auch noch nie gestellt. Gut, ich renne jetzt hier noch schnell durch die Gegend. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann in der Siedlung, ne? Einfach damit ich hier irgendwie einige Quests abgeben kann. Hier ist noch ein Gegner. Machen wir doch schnell fertig. Ja. Da kam schon vorbei. Ich wollte zu den anderen noch wechseln. Ich gehe jetzt hier gerade ein bisschen einen Umweg, aber egal. Gut, hi. Aber macht ihr Feuer? Nee, nee, nee. Ja, sehr gut. Gut, hat die nächste Stufe erreicht. Gut, mein Gott. Jetzt nämlich so einen riesigen Umweg noch machen. Also, ich würde dann sagen, ich mache jetzt hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann in der Siedlung. Ich bin so bescheuert. Johnny, du bist ein Vollidiot. So viel dazu. Okay, ich würde sagen, um Johnny kümmern wir uns dann im nächsten Part, ne? Und ja, ich danke euch alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr eins lasst, bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.